Genau. Okay. Dann also nochmal einen schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite, beziehungsweise im Namen von SpecOps. Mein Name ist Olli Kuber und ich habe heute die Ehre, unsere hochkarätigen Referenten anmoderieren zu dürfen. Wir starten mit einem Fall aus der Praxis, der leider bei den meisten Unternehmen und Organisationen unabhängig von ihrer Branche auch so eintreten kann. Unser erster Referent war über 10 Jahre in der IT-Security-Forschung im akademischen Umfeld tätig. Dort war er unter anderem als Abteilungsleiter beim Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie beschäftigt. Ein sogenannter Ethical Hacker und Speaker-Referent auf Hacking- und Security-Konferenzen. Aktuell arbeitet er als Cyber-Security-Experte bei einem großen deutschen Rückversicherer. Und damit herzlich willkommen, Herr Dr. Rasthofer. Ja, wir freuen uns auf Ihren heutigen Vortrag. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die einleitenden Worte, für meine Vorstellung. Auch ein recht herzliches Willkommen von meiner Seite. Siegfried Rasthofer, mein Name. Ich werde, wie eingangs schon erwähnt, ein bisschen was über einen konkreten Fall in der Praxis erzählen. Hacking-Angriff, Cyberangriff und werde speziell auf die Authentifizierung und auf Brute-Force-Angriffe hierbei eingehen. Gut, dann starten wir direkt in die Präsentation. Das Ausgangsszenario, wie gesagt, ich werde heute einen Fall schildern, den ich so gesehen habe. Die Firma, mal ganz grobe Eckdaten, also natürlich gibt es da viel mehr zu dieser Firma zu sagen, aber die groben Eckdaten sind, die Firma hat sich in, oder befindet sich in Deutschland, ist ein Mittel- bis Großunternehmen, ich habe Großunternehmen gewählt. Die Strategie, die IT-Security-Strategie, die hat natürlich unterschiedliche IT-Security-Strategien, weil es natürlich auch Großunternehmen sind. Die vier wichtigsten hier oder die ich mal besonders hervorheben wollte, war, sind Security Policies, es sind Security Prozesse in der Firma etabliert. Es gibt auch ein CISO, also es gibt einen separaten Chief Information Security Officer. Ganz klassisch hier auch der Schutz gegen Malware war in diesem Fall Antivirenschutz, zweifach mit McAfee und Windows Defender. Es gab Firewalls, es gab auch natürlich noch unterschiedliche andere Security Controls, die diese Firma natürlich umgesetzt hat. Wollte hier speziell nochmal den Antivirenschutz hervorheben und auch vielleicht mal die vier herausheben, weil es kann sein, dass der ein oder andere, der zuhört, vielleicht in der Firma ein ähnliches Setup hat, zumindest von ein oder zwei dieser Punkte. Der letzte Punkt, der ist auch noch sehr, sehr wichtig, weil ich den noch hervorheben möchte, das ist ein flaches Netzwerk gewesen. Das heißt, es gab noch keine ja, gute Netzwerksegmentierung innerhalb des Netzwerks, was für einen Cyberangriff relativ wichtig ist, damit der Angreifer nicht zu tief ins Netzwerk reinkommt. Aber dieser Punkt war vom Unternehmen verstanden und man befand sich quasi gerade in der Bearbeitungsphase, diese Netzwerksegmentierung durchzuführen. Aber das ist leider nicht was, was man in 5 oder 10 Minuten macht, sondern das sind bei solchen großen Netzwerken zum Teil auch über Monate, wenn nicht ein paar Jahre, um das komplett gut zu ziehen. Und deswegen befand man sich in dieser Phase und es hat leider während dieser ja, Phase, wo man dieses flache Netzwerk aufgesetzt hat, dieser Angriff begonnen. Gut, dann kommen wir zum Angriff und zwar am Tag X haben mehrere Rechner eben diese Nachricht vor sich gesehen. Während sie am Vormittag oder am Morgen quasi einen Rechner gestartet haben, poppte diese Information auf. Und zwar war es ein Ransomware-Angriff. Das sehen Sie wahrscheinlich täglich fast in der Presse, dass irgendjemand von Ransomware, irgendwelche große Firmen international wie auch in Deutschland, Mittelständler, Großunternehmen, alle durch bunt gemischt von auch Ransomware-Fällen betroffen sind, wie auch diese Firma. In diesem speziellen Fall war die Lösegeldsumme mit 3,8 Millionen erstmal. Und zumindest bei dem Zeitpunkt, wo dieser Screenshot erstellt wurde, hatte man noch 6 Tage und ansonsten wurde die Lösegeldsumme auf 7,7 Millionen erhöht. Dieses Verdoppeln nach einer bestimmten Zeit ist eigentlich, ja, das heißt fast normal, aber das verwenden viele Threat Actors, viele Ransomware-Gangs und es ist dann auch wirklich so, dass man dann nicht nach 6 Tagen und 24 Stunden oder nach 7 Tagen sagen kann, ja gut, jetzt fangen wir mit 3,8 Millionen an. Also es ist wirklich dann so, dann ist die Ausgangslage von der Verhandlung 7,7 Millionen. Auch die Höhe, die man hier sieht, ist leider was nicht wenig passiert. Ich sehe zum Teil auch zweistellige Millionensummen, wo Lösegeldsummen verlangt werden, was ich würde sagen vor 10 Jahren die Masse zumindest noch nicht so weit war. Vereinzelt war vor 10 Jahren auch Lösegeldsummen, die sehr hoch waren, aber in dieser Höhe ist es schon jetzt speziell, was im Moment passiert. Genau, aber die Ausgangslage war ein Ransomware-Angriff.
So, was ist nun passiert? Ich würde ein bisschen darauf eingehen, würde ein bisschen zumindest erzählen, zumindest sehr High Level, wie das technische Setup dieser Firma war und was zumindest High Level passiert ist. Gut, die Firma war, wie gesagt, sehr High Level so aufgestellt. Links haben wir ein externes Netzwerk. Ich habe jetzt mein privates Mitarbeiternetz genannt oder einfach nur das Internet. Habe da mein Homeoffice reingepackt. Dann gibt es im Mittelteil das Firmennetzwerk, was auch zum Teil in der Cloud war. Das ist das ganz normale interne Netz in der Firma. Man hat ein paar PCs, man hat ein paar Server drinstehen, ein paar Datenbanken, ein paar Anwendungen, die laufen, und auch irgendwelche Server, die ja, etwas entgegennehmen und irgendwas verarbeiten. In diesem speziellen Fall war es aber eine Firma, die auch mit einem Partnernetzwerk, also mit einer komplett externen Firma, die nichts mit dieser Firma zu tun haben, zusammengearbeitet haben. Und diese externe Firma war auf die Daten dieser Firma, auf bestimmte Daten von der Datenbank angewiesen, um die Produktion, weil das war eine Produktionsanlage, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Datenbank hier oben ist relevant gewesen. So, jetzt sieht man hier unten schon diesen Hacker oder diesen symbolisierten Threat Actor und da würde ich jetzt kurz erklären, was passiert ist. Also der erste Schritt war, man hat quasi herausgefunden, dass es sich hier um öffentlich zugänglichen RDP-Server handelt. Ich werde gleich erzählen oder nochmal ins Detail gehen, was ein RDP-Server ist und ob man das überhaupt alles so aufsetzen soll. Es kommt alles. Aber es war ein RDP-Server und der Angriff war ein externer Brute Force Passwort-Attack. Komme ich auch nochmal detaillierter drauf ein. Dann sind viele, viele Dinge technisch passiert. Das heißt, er hat den ersten Account übernommen. Das erste Windows-Credentials hat er somit gehabt von einem bestimmten Benutzer und damit hat er dann weitergemacht, um eben tiefer ins Netzwerk einzudringen. Da gibt es unterschiedlichste Techniken. Ich habe jetzt mal zwei nochmal rausgegriffen, weil das ganz interessant ist. Und zwar die erste Technik, die er nach einer bestimmten Zeit gemacht hat, nachdem er Zugriff gehabt hat, auch auf Antiviren. Panel. Was heißt das jetzt? Ich habe eingangs erwähnt, es handelt sich um McAfee und Windows Defender. Aber auch bei McAfee oder jedem Antivirenprogramm hat normalerweise in der Firma so einen Administrator, der administriert die ganzen Antiviren-Installationen auf den einzelnen Clients. Das heißt, es gibt so ein Panel, Control Admin Panel. Und wenn natürlich das nicht dementsprechend geschützt ist oder wenn man mit Hilfe von ganz normalen Login-Daten, die man vielleicht gefunden hat, sich einloggen kann, dann kann auch der Angreifer das global deaktivieren. Theoretisch ist er in der Lage, wenn er die Rechte dazu hat, das zu deaktivieren. Das heißt, hier schon mal das erste Stichwort, wenn Sie sowas haben, bitte, bitte Zwei-Faktor-Authentifizierung hier für dieses Panel verwenden. Bei diesem Schritt sehe ich sehr oft, dass ein Angreifer einmal sagt, okay, ich habe einen Antivirenschutz, aber ich deinstalliere oder ich nicht deinstalliere, ich deaktiviere es global, damit ich meine maliziösen Tätigkeiten weitermachen kann. Das sind mehrere Punkte dann passiert. Ein weiterer wichtiger Schritt, der dann auch dazu geführt hat, dass sehr viele Konten kompromittiert wurden, also innerhalb des Netzwerks, war es ist ein weiterer Passwortangriff stattgefunden, Passwort-Spraying-Angriff, wo ich später nochmal im Detail eingehen werde, dass dann Angreifer nochmal höhere Privilegien gegeben hat und was später dann dazu geführt hat, dass am Ende des Tages Zugriff aufs komplette Active Directory hatte und somit auch Zugriff auf alle Windows-Accounts, die da verbunden waren. Das heißt, diese PCs hier unten, dieser Server, der hatte auf fast alles Zugriff, inklusive auch auf diese Datenbank und das war eben für diesen Fall entscheidend. So, nachdem er Zugriff auf alles hatte, hat sich der Angreifer entschieden, Daten erstmal zu klauen, also Data Exfiltration durchzuführen. Daten wurden von diesen PCs, von dieser Datenbank hier oben, von den Servern exfiltriert. Wie hat das funktioniert? Das ist auch vielleicht so eine Lessons learned. Das ist über einen ganz normalen File-Provider oder File-Hoster gegangen, wie Dropbox oder Mega-Upload. Das sind so gängige Provider, die Angreifer verwenden, um Daten zu exfiltrieren. Denn Sie müssen sich ja vorstellen, was ich, wenn ich Zugriff auf Gigabyte oder Terabyte an Daten habe, wenn ich das einfach irgendwie so versuche, auf einen externen Server zu laden, habe ich erstmal technische Probleme, aber auch, wenn ich ein Intrusion-Detection-System, das wird oft erkannt. Aber wenn ich jetzt so einen externen File-Hoster habe, das die Firma quasi nicht blockiert, ich nenne es einmal Dropbox oder so, dann ist es ja oft, ich sage mal, normal, große Daten da auch raufzuladen. Und das hat man sich hier, und das ist auch eine gängige Technik, die oft verwendet wird, und das hat man sich hier auch zu Hilfe genommen. Dann wurden die Daten hier hochgeladen über den File-Hoster und der Angreifer hatte die Daten. Das hat er deswegen gemacht, weil er natürlich das als Erpressung verwenden wollte, um eben das Opfer zu erpressen und sagen, ich habe deine Daten, ich veröffentliche deine Daten, komm zur Verhandlung, verhandle wegen dem Verschlüsselungsfall, was ich gleich erkläre, aber auch für die geleakten Daten. Das heißt, Lessons learned 2, überlegen Sie sich bitte zweimal oder gut, quasi welchen externen Provider es man vielleicht nicht doch blockieren möchte, da braucht man den nicht wirklich, weil das sind wirklich gängige Techniken, die diese Ransomware-Gangs verwenden. Und dann eben, wie schon eingangs erwähnt, dann kam die Verschlüsselungsroutine, das heißt, die Daten wurden verschlüsselt und dann eben diese Datenbank, die PCs und so weiter.
Das Kritische, natürlich, jetzt haben Sie ein schlechtes Szenario, weil sehr viel der Angreifer Lateral Movement ist er sehr weit reingekommen, er hat auch sehr viel Zugriff gehabt, er hat sehr viel dann verschlüsseln können. Ist natürlich jetzt quasi eine unschöne Situation. Das Problematischste hierbei waren natürlich alle PCs, das ist alles Kosten, aber diese Datenbank war entscheidend. Denn diese Datenbank ist verbunden eben indirekt, jetzt nicht genauso, wie ich es hier aufgezeigt habe, aber indirekt mit dieser Produktionsanlage. Oder in anderen Worten, dieses Partnernetzwerk hat die Daten benötigt, die in dieser Datenbank sind, um zu produzieren. Das heißt, jetzt hatten sie einen Stillstand dieser Produktionsanlage. Denn das war essentiell. Das heißt, aus Versicherungssicht hat man jetzt eine Contingent Business Interruption, auf Englisch gesagt, eine kontinuierliche Betriebsunterbrechung, auch wenn ihr Partnernetzwerk steht. Und somit steigen natürlich jetzt die Kosten. Denn in diesem Fall, es gibt natürlich jetzt Forensikkosten, es gibt Legalkosten, es gibt wegen dem Data Breach wahrscheinlich Datenschutzgrundverordnungskosten, aber der höchste Kostenpunkt in diesem speziellen Fall war die Produktionsanlage, die Betriebsunterbrechung. Und das war, wo jede Minute zählt, wo man an einem schauen muss, dass das Ganze schnell geht. Und das ist auch den Angreifern bekannt. Deswegen versuchen sie eben so gezielt wie möglich einzudringen. So, jetzt gibt es hier mehrere Punkte, auf die ich wahrscheinlich einzelne Stunde erzählen könnte. Ich habe für diesen Vortrag mal gesagt, ich pick mir mal zwei raus, weil ich mich gerne auf Passwörter und Brute Force fokussieren möchte. Eben die zwei unterschiedlichen Schritte. Einmal am Anfang dieser Initial Access und einmal während er schon im Netzwerk war, der Angreifer. Gut, beginnen wir mit dem Initial Access. Ich habe es ja anfangs erwähnt, das ist ein RDP-Angriff gewesen. Kurz, was ist RDP? Ist ein Remote Desktop Protocol, wird von Windows zur Verfügung gestellt und wird oft ja, auch von Administratoren verwendet, um eben zum Beispiel auf dem Datacenter oder auf irgendwelche Rechner sich remote zu verbinden, ohne vor Ort zu sein. Genau. Wie funktioniert das? Naja, man bekommt irgendein Pop-up, das kennt jeder und muss dann quasi benutzen, damit das Passwort eingeht. Im einfachsten Fall, natürlich kann man es auch konfigurieren, eine Zweifach-Authentifizierung und so weiter noch dran zu packen, aber ich beschreibe jetzt einmal den einfachsten Fall, weil das leider auch in diesem Szenario der Fall war. Gut. Wie funktioniert es High-Level? Ich würde ein bisschen in dieses Protokoll, aber ich würde es gar nicht Protokoll nennen, sondern diese Ablaufschritte zumindest mal eingehen und dann würde ich auf die einzelnen Punkte nochmal eingehen. Also ich habe Homeoffice, jemand, der sich quasi per RDP auf den RDP-Server oder RDP-Gateway verbinden möchte. Ganz High-Level stellt er quasi eine Anfrage, hallo, Computer mit der IP 223212 in dem Fall. Ich würde mich gerne via RDP mit dem Computer verbinden. Mein Passwort ist folgendes, Entschuldigung, mein Administrator, mein Benutzername ist folgendes, mein Passwort ist folgendes. So, dann passiert natürlich logischerweise, der Server überprüft, wenn die Daten korrekt sind und es so die Authentifizierung auch in Ordnung ist, sich so zu authentifizieren, dann beginnt die Session, dann habe ich einen Remote Desktop, dann habe ich quasi, sehe ich den Desktop-Sharing und kann dann quasi davon von der Ferne arbeiten. So, wie sieht es jetzt als Angreifersicht aus? Welche Informationen braucht jetzt ein Angreifer für diesen ersten Schritt? Naja, er braucht erstmal die IP-Adresse, er muss wissen, welcher Server ist irgendwie per RDP, ist ein RDP-Server. Er braucht irgendwie einen Benutzernamen, er braucht logischerweise ein Passwort. Ich würde auf diese drei Schritte mal im Folgenden ein bisschen näher eingehen. Beginnen wir mal mit dieser IP-Adresse. Ja, also wie macht man das in der Regel? Ist nämlich gar nicht so kompliziert, um an Informationen zu kommen, welche Server im Netz per RDP zum Beispiel oder bestimmten Protokoll sprechen, ein bestimmtes Protokoll sprechen. Dazu habe ich ein sehr simplistisches Beispiel gemacht. Gehen wir mal davon aus, es geht jetzt drei Firmen, einmal eine Zuhandlung, eine Automobilhersteller, eine Versicherung. Die haben unterschiedliche Services, die übers Internet erreichbar sind, eine Webseite, E-Mail, RDP, Anwendungen, VPN-Server. So. Jetzt werden Angreifer quasi genau diese Karte oder diese Landscape hier oben herausfinden möchte. Geht halt in der Regel so vor. Er scannt quasi das ganze Internet. Das ist kurz gesagt. Also ich in dem Fall speziell IPv4. Im schlimmsten Fall beginnt er einfach mit der niedrigsten IP. Das macht natürlich jetzt in dem Fall jetzt für die Techniken und technischen Leute unter Ihnen natürlich keinen Sinn, weil die ersten IP-Adressen sind schon reserviert. Da wird es keinen Sinn mehr. Die kann man alle skippen. Aber jetzt mal ganz high-level gesagt, man beginnt mit der niedrigsten IP-Adresse bis hin zur höchsten. Und dann beginnt man mit diesem Server zu sprechen. Lassen wir Port weg, vereinfachen mal das Ganze mal. Und beginnt mit diesem Server zu sprechen in der Sprache. Also zum Beispiel in der RDP-Sprache versucht man jetzt eine Session aufzubauen und schaut, wie derjenige antwortet. Wenn der quasi in derselben Sprache antwortet, dann weiß man, ah, da läuft ein RDP drauf. Oder in anderen Worten zum Beispiel, ich spreche mit ihm Chinesisch, wenn er auf Chinesisch antwortet, weiß ich, der spricht Chinesisch. Wenn er nicht antwortet, weiß ich, okay, der versteht mich wahrscheinlich nicht. Und so ist es hier auch mit dem Protokoll. Ich beginne in der E-Mail-Sprache, in der Protokollsprache zu sprechen. Wenn ich eine Antwort bekomme, weiß ich, da drauf läuft wahrscheinlich ein E-Mail-Server, ich weiß noch ein paar weitere Details. Also so zum Beispiel finde ich dann raus, keine Ahnung, ich bin E-Mail-Server von einer Versicherung oder ich bin eben ein RDP-Server von Automobilhersteller. So, wie lange dauert das jetzt für, sagen wir, das IPv4-Netz? Ich würde sagen, wenn Sie eine sehr gute Internetleitung haben und einen guten Rechner, kann man das Ganze schon in 10 Minuten fürs gesamte Internet machen. Braucht natürlich eine sehr gute Internetleitung.
Wenn man eine normale hat, ich würde sagen, ein, zwei Tage oder so, dann sollte das eigentlich das komplette IPv4-Netzwerk gescannt sein. Die Tools dafür gibt es Open Source, alles kostenlos. Es ist zum Teil auch nur ein Einzeiler, den Sie dann eingeben müssen. Dann könnten Sie das alles nachbauen, nachprogrammieren, könnten das, was ich jetzt hier erklärt habe, quasi on the fly ohne Probleme aufsetzen und machen. Muss man aber gar nicht, denn es gibt dazu auch Dienste, die das ein bisschen aufbereiteter zur Verfügung stellen. Es gibt Dienste, die jeden Tag das Internet scannen und genau das machen, was ich gesagt habe, die ganzen Metainformationen versuchen herauszufinden, auf welchen IP-Adressen, auf welchen Ports bestimmte Services laufen, mit einer bestimmten Versionsnummer und so weiter und so fort. Und einer dieser Dienste ist zum Beispiel Shodan, haben Sie vielleicht auch gehört. Das heißt, Shodan sammelt das Ganze täglich und speichert das Internet in eine eigene Datenbank ab und stellt dann quasi diese Datenbank mit einem User Interface zur Verfügung, man kann dann Abfragen stellen und sagen, gib mir bitte alle Rechner, keine Ahnung, die zum Beispiel einen RDP-Service laufen haben. Dann schaut schon in seine Internetdatenbank nach und liefert sofort die Ergebnisse. Also sie scannen dann nicht, sondern die schauen nur in die Datenbank, die dann tagtäglich geupdatet wird. Schauen wir uns das Beispiel mal an für den RDP-Fall. Also so sieht schon dann aus, wenn ich jetzt hier oben eben Port 3389 eingebe. Das ist so, ich sage mal, der Standardport, zumindest laut Dokumentation für Windows RDP. Muss natürlich nicht sein, dass jeder, dass da nur ein RDP-Service draufläuft auf 3389. Es kann auch sein, dass RDP, dass jemand versucht zu obfuskieren, nimmt einen anderen Port her. Aber ich würde sagen, in der Regel ist es der Port und man findet aber definitiv auch über andere Suchanfragen dediziert RDP-Services. Jetzt gehen wir mal nur von diesem Port 3389 aus, dann sieht man schon meine Hausnummer 4,3 Millionen, zumindest in dem Zeitpunkt, wo ich das gescannt habe, im ganzen Internet haben RDP publicly exposed. Und das ist schon meine Hausnummer. Also wir reden nicht von Hunderten, Tausenden, Zehntausenden, wir reden wirklich von ein paar Millionen. Natürlich sind vielleicht nicht alle RDP, ich würde sagen, die meisten sind wirklich, wirklich RDP. Das heißt, das, was dieser Firma passiert ist, gibt sehr, sehr viele Firmen da draußen, die ein ähnliches Setup haben, zumindest für den Initial Access. Warum ist das so? Ja, oft ist es so, weil eben Cloud-Provider, wenn man quasi Daten in der Cloud mietet, ist es halt für einen Administrator oft leicht, sich in diese Cloud per RDP zu connecten und man überlegt sich halt nicht den Security-Implikationen dahinter. Und deswegen ist diese Zahl für mich jetzt nicht überraschend, dass das Ganze so passiert. Schauen wir uns mal einfach einzelne Beispiele an. Ich habe jetzt mal einen angeklickt, so einen Server von einer bestimmten IP und dann sieht man eigentlich relativ schon interessante Accounts, Administrator, FTP, WDeploy, Managed Services. Also wenn man rein vom Namen mal geht, würde man sagen, diese Firma, die weiß man auch quasi, wenn man nachguckt, nochmal durch die Metainformation, welche Firma es sich handelt, weil die IP-Adresse hat man ja und andere Informationen, dann kann man sagen, okay, aber dieser Account könnte für mich interessant sein als Angreifer. Dann könnte ich theoretisch versuchen, über Brute Force oder was auch immer jetzt zu versuchen, einen Account zu kompromittieren. Gut, jetzt haben wir uns über die IP-Adresse beschäftigt. Wie gesagt, Shodan oder auch selbst machen ist relativ trivial. Jetzt kommen wir zum Benutzernamen, das habe ich mehr oder weniger vorher schon gezeigt. Windows, wenn man es sagt man nicht anders konfiguriert, ist relativ gesprächig in diesem Punkt. Das heißt, wenn Sie das scannen, liefert er oft schon die Regel, hey, das sind auch die Accounts, die darauf laufen, in dem Fall Administrator oder U584, was auch immer. Das heißt, Sie müssen als Angreifer in vielen Fällen, wenn man es eben nicht richtig konfiguriert oder nicht zusätzlich konfiguriert, bekommen Sie die Information zu dem Administrator fast schon on the fly oder den Benutzernamen on the fly. Das heißt, der Benutzername ist in vielen Fällen schon da. Geht auch anders über Phishing-Angriffe oder so, aber jetzt in diesem Fall, meistens ist es wirklich gar nicht notwendig, diese Art von Technik zu verwenden. Nun komme ich zum Passwort. In dem Fall, auch hier gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Jetzt, wie komme ich an das Passwort dran? Meistens, das fängt an von Phishing-Angriffen gezielt jetzt auf einen bestimmten Benutzer, wo man Targeted-Attack macht oder auch Nicht-Targeted-Attack macht, um an das Passwort ranzukommen. Das geht über Schwachstellen im Service, sei es zum Beispiel auf diesem RDP ist ein ungepatchtes System, man kann es bypassen, dann braucht man wahrscheinlich sogar gar nicht mehr den Benutzernamen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Aber wie gesagt, heute wollte ich mich auf Brute Force fokussieren, würde es einmal ein bisschen zumindest erklären. Also Brute Force im Folgenden ist eine andere Technik, die man verwenden kann. Was ist Brute Force Angriff? Traditionelle Brute Force Angriffe schauen wie folgt aus. Man hat eben diesen Benutzernamen, in dem Fall zum Beispiel Administrator, und beginnt ganz stupide mit unterschiedlichen Kombinationen. Und so weiter. Also das ist wirklich die dümmste und einfachste Möglichkeit zu machen, was keiner in der Praxis macht, aber das ist eher ein Brute Force Angriff. Und nur damit man sich mal vorstellen kann, man iteriert quasi alle Möglichkeiten durch und im schlimmsten Fall beginnt man mit A oder mit 0 und versucht alle Kombinationen zu machen und hofft dann, dass irgendwann der Server eben sagt, Login erfolgreich, korrekt oder eben falsch.
Natürlich, wie ich schon erwähnt habe, also es wird kein Angreifer so machen. Was macht man in der Regel? Man nimmt Passwort oder Dictionary Attacks. Das heißt, man nimmt Passwörter von geleakten Accounts oder von unterschiedlichen Quellen, wo man weiß, okay, häufig werden zum Beispiel bei RDP folgende Passwörter verwendet, weil in Leaks, wo RDP-Accounts geleakt wurden, folgende Passwörter drin sind oder weil bestimmte Passwörter von Administratoren immer so und so aussehen. Ich denke, das kennen Sie auch und es ist einfach hier gelistet. So, wenn man jetzt das macht, der eine oder andere wird es bestimmt schon sich fragen, ja, okay, macht man das wirklich so? Was ist denn das Problem? Naja, das Problem, wenn man so einen Brute-Force-Angriff macht, aus Angreifersicht ist einfach, ich denke, auch so genannt, viel zu viel Lärm. Das heißt, wenn Sie hier 50.000, 100.000 Requests, falsche Requests, was ich in einer Minute oder Sekunde haben, dann muss das einfachste Intrusion Detection System definitiv anschlagen. Ja, muss sagen, hier, pass auf, hier ist wahrscheinlich Ihr Brute Force Angriff. Oder haben Sie zum Beispiel eine Account Lockup Policy, die heißt, bei Windows oder bei anderen Security Tool, wenn es nach 5 Mal in der Sekunde ein falscher Account ist oder falsches Passwort ist, blockiere oder sperre einfach den Account. Klar, hat wieder andere Auswirkungen, aber das wird zumindest einen Brute Force Angriff unterbinden. Aber, und ich habe es gesagt, das denkt man sich, aber wenn ich das natürlich nicht habe, wenn ich vielleicht auch Windows Event Logs habe, die hier getriggert werden, die mir den Wrong Login haben, ich habe aber mein Intrusion Detection System zum Beispiel nicht drangehangen oder ich habe es einfach vergessen oder so, wie in dieser Firma passiert und was wirklich oft passiert, oder es ist ein Update passiert oder aus Versehen hat man es deaktiviert oder was auch immer, da bringt Ihnen die beste Intrusion Detection, die leichteste, was nichts, weil Sie es einfach nicht erkennen werden. Das ist was wir oft sehen, die Dinger zu warten, zu testen und so weiter, die Intrusion Detection System jetzt zum Beispiel in diesem Fall. Gut, jetzt kurz zu diesem Passwort, weil ich habe gesagt, habe es ein bisschen so nebenläufig erwähnt, diese Passwortlisten. Wie kommt man an diese Passwortlisten? Auch so eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Ja, also guck mal einfach auf GitHub, würde ich sagen. Ich habe ja mal ein Beispiel dran gepackt, da hat es einen gegeben, der hat einen Honeypot aufgesetzt, der hat dann einfach gewartet, wie er angegriffen wird, was der Angreifer quasi für Passwörter verwendet und hat diese dann gesammelt und hat sie dann einfach auf GitHub öffentlich hochgeladen, dass jeder quasi diese Passwörter wieder verwenden kann oder anders ausgedrückt sich davor schützen kann. Das ist das eine. Wenn man auf GitHub weiterguckt, da findet man zig, also GitHub ist nicht nur die Lösung, aber es ist eine Möglichkeit. Oder zum Beispiel hier gibt es einen Account, Entschuldigung, Repo, Secklist, ein bekanntes für Penetration-Tester. Leak Databases sind zum Beispiel eben die geleakten Datenbanken von, also ich LinkedIn oder was immer, was für Datenleaks täglich fast gibt. Und man sammelt die einfach alle zusammen. Gibt es auch größere Listen, die in Terabytes gehen, wo unterschiedliche Passwörter sind und dann sortiert man die einfach oder nimmt die, die für einen für relevant sind. Und verwendet die denn? Also das ist wirklich sehr trivial, an diese Listen zu kommen, weil die zirkulieren nonstop rum oder sind zum Teil auch auf GitHub veröffentlicht. Wie oft funktioniert jetzt so ein Brute Force Angriff? Also das heißt, ja, ist es irgendwie, dass dieser Versuch einmal am Tag, sich 100 Mal oder einmal in der Woche nur passiert, einfach mal ein Gefühl zu bekommen? Also wie oft versucht ein Angreifer diesen RDP Brute Force Angriff? Dazu habe ich mir mein Honeypot angeschaut, bekanntes Honeypot, und habe einfach mal diese Liste angeschaut, was dieser Honeypot oder das sind mehrere Honeypots gewesen, wie oft die anschlagen am Tag für einen RDP-Angriff. Und in dem Fall, ich habe jetzt nur ein Beispiel rausgegriffen, ich glaube, es waren in die Hunderte oder Tausende Versuche, das sieht man hier unten, eben RDP-Crawler, also es ist eben gefleckt, dass der Honeypot angeschlagen haben, dass da von dieser maliziösen IP, die 139.99 und so weiter, ein Angriff auf diesen Honeypot per RDP stattgefunden hat. Das Datum hier auch nochmal erwähnt, das ist eben bei der Vorbereitung passiert war vor ein paar Tagen. Und da habe ich mir gesagt, schauen wir mal rein in diese IP-Adresse, einmal um zu schauen, was ist das denn für ein Server? Also was macht er denn? Und dann habe ich herausgefunden, das sieht eigentlich nach einer legitimen Webseite aus. Ne? Also das ist eigentlich, da läuft auch noch ein Webserver drauf, zwar im asiatischen Bereich wahrscheinlich, aber das sieht jetzt mal nach einer legitimen Webseite aus. Da ein bisschen weiter geguckt, habe gesagt, okay, was ist das denn für ein Server? Habe ein bisschen geguckt und habe eben auch herausgefunden, dass auf diesem Server sehr, sehr, sehr viele ungepatchte Systeme sind, zumindest laut diesem Dienst, und die gehen zurück zu bis 2010. Und das wird auch wahrscheinlich der Grund gewesen sein, warum der Angriff von diesem wahrscheinlich legitimen Webserver oder Server stattgefunden hat. Denn ja, der ist wahrscheinlich offen wie ein Scheunentor, weil er ungepatchte Systeme haben. Es funktioniert automatisch die Kompromittierung dieser Systeme. Es funktioniert automatisch dann der Install von diesem RDP-Brute-Forcer zum Beispiel. Und dann legt der Angreifer nicht von seinem Rechner, sondern von dem kompromittierten Account oder Rechner oder Server los. Warum? Er hat ein Layer Anonymisierung mehr mit drin. Er hat auch mehr Ressourcen, weil wenn er das 10.000, 100.000 Mal macht, hat er ein Botnet und dann kann er quasi schön jeden Tag einfach mal scrapen oder Brute-Forcen versuchen, das quasi schafft und einmal wo eingedrungen ist.
Gut, also jetzt habe ich viel erzählt zu dem Initial Access. Jetzt würde ich nochmal kurz darauf eingehen, was er dann gemacht hat in diesem speziellen Fall, nochmal bezüglich Passwortangriff, wie er im internen Netz war, also wie der Lateral Movement Prozess war. Das funktioniert ein bisschen anders. Das ist ein Password Spraying Attack. Der ist anders gedacht. Und zwar, Beispiel ist hier folgendes: Ja, viele Benutzer haben irgendwie Pattern, ja, die sie verwenden gern für Passwörter, kenne ich auch selber. Und es gibt auch die Passwort-Policy, ändern sie ihr Passwort alle 90 Tage. So, und wenn man diese 3 Monate sieht, und dann gibt es viele Benutzer, die eben sagen, ich nehme einfach die Jahreszeit und die Jahr, also das heißt Winter 20 und nach 90 Tagen gehe ich zwar auf Spring 21 oder Frühling oder was auch immer, oder ich mache es mit einem Monat. Und dementsprechend ist es ein gern genutztes Pattern. Und das nutzen auch Angreifer aus, aber in dem Fall fangen sie nicht mit den Benutzern an, sondern fangen mit dem Passwort an. Das heißt, das sind die Passwörter, wo er sagt, Winter 20 beginne ich, weil es die höchste Wahrscheinlichkeit, das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es mindestens einen Account gibt oder hoffentlich einen Account gibt aus Angreifersicht, der diesen Account, dieses Passwort verwendet und versucht dann eben den Benutzernamen herauszufinden. Da gibt es unterschiedliche Techniken, wie man eben die Pattern herausfindet, wie der Benutzername gestaltet ist und versucht dann dasselbe Spielchen wie das einzuführen. Was ist jetzt hier anders? Na, es ist weniger leer. Ne? Also jetzt hier habe ich nicht 100.000 auf einen Account, sondern vielleicht nur einen Login-Versuch pro Account, was intern damit Intrusion Detection System schon wieder anders funktioniert. Brauchen Sie wieder andere Systeme oder bestimmte Erweiterungen, die dann das versuchen zu erkennen, wenn parallel auf mehreren Accounts und selben Passwort ein Angriff stattfindet. So, jetzt habe ich viel erzählt, aber jetzt kann man sich sagen, ja gut, es ist ja schön und gut, was du hier erzählst, aber wie machen es denn wirklich die Threat Actoren? Und da war ich happy, denn vor ein paar Monaten war eine dieser Ransomware-Gangs, die sind mehrere Leute in dieser Gang, die haben auch intern, ich sage mal, Trainingmaterial, wo sie sich gegenseitig trainieren, wie sie bei bestimmten Hacking-Situationen bestimmte Hacking-Techniken verwenden. Und es ist ein Dokument, sind unterschiedliche Dokumente. Und vor ein paar Monaten ist eben aufgekommen, dass bei Conti, bei diesem Threat Actor Conti, einer der sogenannten Affiliates, also dieser Mitglieder, diese Dokumente geleakt hat, weil er angeblich nicht mehr so zufrieden war mit der Gang, kann auch andere Gründe haben. Das ist auch ganz egal, zumindest sind diese Daten abhanden gekommen. Das war im Russischen. Also die Dokumente waren auf Russisch, das heißt, ich habe es auf Englisch übersetzt und habe mir das Ganze einfach mal durchgelesen, was hier passiert. Das heißt, wenn Sie jetzt das Englisch gleich sehen, das liegt deswegen, weil ich es automatisch übersetzt habe. So, gehen wir mal von oben durch. Also gibt es eine bestimmte Section dann in diesem Dokument, wo es eben in dem Fall im SMB Brute Forcing geht und was die beschreiben. Also sie sagen, the input data for carrying out this attack are only passwords, those that are dumped from browsers. Ich mache ein bisschen schneller. Those that are dumped from inside the network, zum Beispiel Mimikatz oder in general any other, for example, found record in files. So was meinen die. Das heißt, Leute, wenn ihr also als Angreifersicht, wenn ihr im Netzwerk seid, versucht Passwörter zu sammeln. Einmal Passwörter, die im Browser abgespeichert sind. Sie kennen das ja, was ich jetzt mal die Firefox oder so, bitte speichere das Passwort ab. Wenn ich nicht wirklich einen Passwortmanager dahinter habe, sondern einfach nur lokal abspeichere, sind die in Plaintext abgespeichert. Relativ trivial, um an die Passwörter zu kommen. Verwenden Programm, das nennt sich Mimikatz, schreibt man im Übrigen nicht so, aber durch die Übersetzung ist es so passiert. Das ist genau ein Tool, wo eben versucht, Passwörter an Passwörter ranzukommen oder auch versucht, in Dateien wie Word-Dateien nach Passwörtern zu suchen. Es gibt oft, was ich sehe es leider relativ häufig in unterschiedlichen Abteilungen, die eine Liste haben, nennt sich Passwort.txt, Mitarbeiter, die dann für unterschiedliche Dienste die Passwörter einfach auflisten. Nicht nur Administratoren, auch Administratoren, aber nicht so häufig, aber auch normale Benutzer. Das heißt, die sammeln, das ist ihre Passwortliste. Oder sie sagen, im zweiten Unternehmen einfach eine gängige Liste. Jetzt sind wir wieder bei diesem Initial-Ding. Eine Passwortliste, zum Beispiel Passwort 1, Hello 1, 2, 3, weil das als ihre Erfahrung die meistverwendetsten Passwörter waren. Das heißt, hier hätten wir schon wieder eine neue Liste. Relativ klein. Auch zugeschnitten wahrscheinlich auf einen bestimmten Sektor, auf ein bestimmtes Land in dem Fall. Oder, und jetzt der zweite Teil, we also recommend using bla bla bla. Das ist genau das mit dem Passwort-Spraying, was ich gesagt habe. Also Sie sagen, fangt an mit June, August oder Summer, June, macht 20 hinten dran ein Ausrufezeichen. Denn ganz unten schreiben Sie, das sind nicht 3 out of 4 oder 4 Requirements fürs Active Directory. Was heißt das? Naja, Groß-Kleinschreibung, so bestimmte Länge, Zahlen, Sonderzeichen. Das heißt, wenn Sie diese 90 Tage haben und diese Kombination verwenden, gibt es bestimmt den einen oder anderen Mitarbeiter, der wahrscheinlich das so verwendet. Also hier auch nochmal Beweis, dass auch die Threat Actoren genau das so verwenden. Kurz, letzte Folie zu den Gegenmaßnahmen. Ich habe es mir ganz high-level gesagt, nur für den Initial Access, also nur für das, was am Anfang passiert ist. Ich könnte zig Gegenmaßnahmen für den kompletten Angriff sagen, aber nur für den Initial RDP Brute Force Angriff. Erste Frage natürlich, brauche ich überhaupt einen RDP-Zugang? Ist es überhaupt notwendig? Zweite Frage,
schalte ich den RDP-Zugang nicht hinter eine Firewall oder hinter eine VPN-Lösung. Das wäre eigentlich die bessere Security-Lösung, den nicht public exposen. Definitiv in Windows gibt es ein Setting, das heißt Network Level Authentication. Gern bitte da mal reinlesen. Das bitte definitiv enablen, weil das schützt mich zumindest davor mal, dass ich den Account nicht sehe, und es schützt auch vor anderen Dingen. Das heißt, es ist definitiv ein wichtiges Setting, das Sie setzen sollten. Aber natürlich bitte auch nicht RDP über das Internet. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Situationen, wo es notwendig ist, aber auch hier vielleicht nochmal bitte überlegen. Dann RDP-Authentifizierung, auch hier natürlich eine Passwort-Policy. Desto komplizierter das Passwort ist, desto schlimmer ist natürlich, bringen dir die ganzen Listen nichts. Ich weiß, das ist immer sehr leicht gesagt. Natürlich die Verwendung von Intrusion Detection, Intrusion Prevention System, Auswirkungen der Logdateien. In diesem Fall, es würden zig Windows-Event-Logs, Failed-Logins produziert, die muss ich natürlich irgendwie auswerten. Account-Lockup-Policy, hier auch nochmal, was ich, wenn fünfmal ein Account-Login-Versuch passiert, dass man sich automatisch ausloggt. Ich weiß, es hat einen anderen Effekt. Wenn ich natürlich das ausnutze, dann blockiere ich automatisch unterschiedliche Accounts. Deswegen auch hier trotzdem für diesen Fall wird es die Lösung gewesen sein. Und auch ganz wichtig, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dass er zumindest noch ein Zwei-Faktor braucht. Auch hier gibt es natürlich wieder Möglichkeiten, das zu umgehen, aber zumindest die Hürde ist höher. Und mein letztes Statement hier ist wirklich, das sieht jetzt alles hier so leicht aus und oft ist es in so Tools auch nur so ein Klick, macht Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aber bitte, bitte beschäftigen Sie sich intensiv damit. Ich glaube, ich könnte einen eigenen Vortrag über falsche Zwei-Faktor-Authentifizierung, Konfiguration stellen. Das sind einzelne Themen, die in sich auch komplex sind, wo man umreißen muss und wo man sich auch wirklich damit beschäftigen muss. Genau. Das bringt mich zu meinem Ende meiner Präsentation. Das wären meine Kontaktdaten hier. Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder im Nachgang irgendwas unklar ist, sehr gerne hier wenden. Ich bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit und frage jetzt mal an die Moderation, ob es eine Frage gibt oder nicht oder wie wir weitermachen können. Und dann würde ich an den nächsten Speaker weitergeben. Danke erstmal. Dankeschön, Herr Dr. Rastufer. Vielen Dank für die Präsentation. Ja, eine Frage gibt es und das würde ich auch gerne stellen. Und zwar, woher kommen die Passwortlisten, die auf GitHub zu finden sind? Genau. Gute Frage, wahrscheinlich GitHub wie kommen die Passwortlisten zustande? Also zum einen natürlich aus den unterschiedlichen Leaks. Also es gibt irgendwie Leaks von LinkedIn oder von anderen Diensten, wo halt geleakt werden, und die werden dann oft auch in den unterschiedlichen Foren geshared. Das heißt, da hat man zum einen die Liste. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, das geht eher ein bisschen in die Forschung rein, dass man versucht, die Passwörter zu generieren, basierend auf unterschiedlichen Personen, dass man sagt, okay, ich versuche ein bisschen Informationen über die Person rauszufinden und versuche dann rauszufinden, welches Passwort er hat. Ich weiß, das klingt irgendwie spacey, aber zumindest funktioniert oft relativ gut, erstaunlicherweise, dass ich die Passwörter mir generieren lasse. Und natürlich jetzt auch anders gesehen, wie ich gesehen habe, diese Conti-Liste, wo die ihre Listen haben. Honeypots, ganz, ganz wichtig, dass man sieht, wie werde ich gerade angegriffen, dass man die Passwörter sich einfach mal anschaut und dann diese Listen als Angreifer sich quasi verwendet. Und dann hat man eine große Summa summarum an Listen, die man verwenden kann, und entscheidet halt dann, welche Passwörter man von diesen Listen am besten verwendet. Gut, noch weitere Fragen? Oder beantwortest du die Frage? Ja, aber weitere Fragen habe ich gerade nicht. Können wir gerne gut weitermachen. Dann übergebe ich jetzt mal eine Sekunde. Und jetzt glaube ich. Prima. Perfekt. So, genau, dann nochmal erstmal von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Dr. Rastufer, für den kurzweiligen, wenn auch etwas erschreckenden, ja, in dem Sinne. Dass man sich natürlich dann sehr schnell vulnerabel wird, beziehungsweise auch Angriffen ausgesetzt sein kann, für diesen Vortrag. Vielen herzlichen Dank. Die gute Nachricht ist natürlich, wir sind den ganzen Bedrohungen nicht schutzlos ausgeliefert. Und wie unter anderem Kompromittierung von Kennwörtern unterbunden werden kann, sehen wir gleich bei unserem nächsten Referenten. Genau, er war über 10 Jahre in einem Konzern mit über 60.000 Benutzern für das Design, den Aufbau und den Betrieb der Active Directory verantwortlich. Weitere über 10 Jahre arbeitete er im gleichen Unternehmen in der Compliance und Cyber Security Abteilung. Aktuell ist er bei SpecOps als Produktspezialist beschäftigt, wo er bereits über 100 Unternehmen geholfen hat, die Passwortsicherheit zu erhöhen. Er kennt also die Theorie als auch die Praxis aus dem FF, und deswegen freue ich mich umso mehr, Stefan Halbmeier begrüßen zu dürfen.
Stefan, wir freuen uns auf deinen Teil des Vortrages. Ja, danke Oleg und guten Morgen auch von meiner Seite. Wir steigen noch mit zwei Folien ein und dann soll es aber das mit der Theorie gewesen sein und im Anschluss würde ich dann ein paar Dinge live zeigen. Was wir jetzt in dem ersten Teil gesehen haben, waren letzten Endes die Dinge, die passieren oder die Fälle, die passieren können aufgrund der Verwendung von schwachen Passwörtern. So, und was ich Ihnen jetzt zeige, ist, mit welchen technischen Maßnahmen wir uns wehren können. So, zuerst aber noch ein bisschen Theorie. Mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung vor ein paar Jahren ist das Thema Passwortsicherheit auf der Agenda jeder Organisation. Denn letztlich speichert jedes Unternehmen personenbezogene beziehungsweise persönliche Daten. Und wenn auf diese via Benutzername und Passwort zugegriffen wird, dann ist dies eine technische und organisatorische Maßnahme nach Artikel 32 oder stellt eine Maßnahme, eine TOM nach Artikel 32 dar. Wenn diese Maßnahmen unzureichend umgesetzt werden, dann kann und wird das empfindliche Konsequenzen nach sich ziehen. Hier geht es also nicht nur um den wirtschaftlichen Schaden, der Ihnen entstehen kann, wie bei dem Beispiel, das wir vorher gesehen haben, sondern auch der Gesetzgeber kann hier durchaus auch zuschlagen. Und wenn wir uns Artikel 83 DSGVO Absatz 4 anschauen, dann ist es auch relativ klar spezifiziert, 10 Millionen oder 2% des Jahresumsatzes, je nachdem, was höher ist. Wenn man die Anweisung der Datenschutzbehörden nicht befolgt, können es auch bis zu 20 Millionen oder 4% des Jahresumsatzes werden. Das heißt also, in den vergangenen Jahren hat sich die Strafe, die man zu erwarten hat, wenn man gegen Datenschutzverordnung verstößt, wenn Daten exponiert werden aufgrund von unzureichend umgesetzten Maßnahmen, durchaus erhöht. Welche Maßnahmen sollten das sein? Ja, oder was sollten Sie berücksichtigen? Im Kern oder im Fokus stehen Passwörter. Die Stärke von Passwörtern beziehungsweise die Stärke von Verfahren, die Passwörter erzeugen, die kann man mit der Entropie quantifizieren. Die Entropie ist das ausschlaggebende Kriterium für die mathematische Stärke eines Passworts. In anderen Worten, kurz und komplex ist schwach. Lang und komplex ist mathematisch sehr stark, mit dem Nachteil, dass sich das keiner merken kann. Da würden dann letzten Endes nur Passwortmanager ins Spiel kommen. Lang und einfach ist der goldene Mittelweg. Bitte beachten Sie jetzt, dass Entropie nicht das einzige Kriterium ist, das ich verwenden kann, um die Qualität eines Passworts zu definieren. Es ist aber das einzige Kriterium, das ich messen kann. Das ist wichtig. Zusätzlich kommt noch die Frage, inwieweit ein Kennwort leicht erratbar ist, also über Wortlisten oder über Begriffe, die in Zusammenhang mit ihrem Unternehmen stehen, beziehungsweise Passwörter, die kompromittiert sind. Das ist letzten Endes das, was wir auch im Beitrag zuvor gehört haben. Diese drei Kriterien zusammen entscheiden letzten Endes darüber, inwieweit ein Passwort stark oder schwach ist. Oder um es zusammenzufassen, wir müssen am Ende des Tages Passwörter erzeugen, die lang, aber gut merkbar sind. Und das bedeutet in der Konsequenz dann die Verwendung von Passphrasen. Wir müssen darauf achten, dass Passwörter nicht kompromittiert sind. Wir sollten Passwörter nicht mehr zwingend ablaufen lassen, außer sie sind kompromittiert. Wobei ich hier nicht ganz mit den Empfehlungen vom BSI mitgehen würde, die letztendlich sagen, Passwörter sollen gar nicht mehr geändert werden. Meine Empfehlung ist, einmal im Jahr sollte man ein Passwort ändern, weil man nicht vergessen darf, dass Angreifer nicht nur von extern kommen, sondern auch durchaus von intern. Und wenn Ihnen jemand oft genug über die Schulter schaut, wird er auch Ihr Passwort erspähen können. Wenn das dann nicht mehr geändert wird, dann wird es eventuell auch irgendwann mal verwendet werden. Und wie gesagt, Passwörter sollten eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, erraten zu werden. So, warum habe ich jetzt noch die 15 Zeichen für die Admin-Konten reingebracht? Ganz einfach. Es gibt einen relativ alten, also einen wirklich sehr alten Algorithmus, der verwendet wird oder der früher verwendet wurde, um Passwort-Hashes zu speichern. Das ist der LAN-Manager-Hash. Der sollte eigentlich in jeder Umgebung abgeschaltet sein. Bedauerlicherweise haben Windows-Server bis, glaube ich, 2012 die LAN-Manager-Hashes noch zusätzlich im Speicher abgespeichert. Und der Nachteil bei dem LAN-Manager-Hash ist, der nimmt sich ein Passwort, was vielleicht 14 Zeichen lang wäre und damit eigentlich stark. Aber er splittet es leider in 7-Bit oder in zwei 7-Zeichen lange Passwörter, die dann separat relativ einfach geknackt werden können.
Warum jetzt 15 Zeichen? Ganz einfach, der Alarmmanager-Hash funktioniert nur bis 14. Ah, wenn Sie 15 Zeichen lange Passwörter wählen, stellen Sie sicher, dass dieser Hash oder dass dieser Algorithmus nicht mehr verwendet werden kann. Anwendersensibilisierung, das werde ich Ihnen gleich noch in einer Live-Demo zeigen. Wir werden sehen, dass Anwender zum Teil dieselben Kennwörter verwenden. Und wenn wir jetzt Kollision mal ausschließen, dann können wir davon ausgehen, dass sich die Anwender, gerade wenn sie im selben Büro sitzen, diese Kennwörter mitteilen. Im Prinzip sind sie dann kompromittiert, weil sie nicht mehr geheim sind. Es ist eigentlich nichts, was sie wollen. Und an dieser Stelle würde ich auch schon sagen, genug der Folien. Wir schauen uns jetzt ein paar Dinge live an. Die erste Frage, die Sie sich wahrscheinlich jetzt stellen oder die man sich stellen könnte, ist, wir haben jetzt über kompromittierte Kennwörter gesprochen. Wie können Sie feststellen, inwieweit die Kennwörter der Benutzerkonten in Ihrer AD, in Ihrer Organisation kompromittiert sind oder nicht? Und zu diesem Zweck können Sie sich den Backups Passwort Auditor von unserer Website laden. Der Auditor kommt mit, ich sage jetzt mal, einer kleinen Datenbank daher. Das sind im Moment so um die 800 Millionen kompromittierte Kennwörter beziehungsweise deren Hashes. Und mit dieser Liste, also Sie sehen, geht relativ schnell. Gut, meine AD ist ein bisschen klein, da sind nicht so viele Nutzer drin. Aber hier vergleichen wir die Hashes der Benutzerkonten in AD gegen diese Liste. Und wenn wir einen Treffer haben, wissen wir, das Kennwort ist kompromittiert. Wir wissen nicht, welches Kennwort das ist. Ja, wir kontrollieren jetzt hier keine Kennwörter, wir lesen keine Kennwörter aus. Es sind einfach nur es ist einfach nur der Vergleich von Hashwerten. Und das ist damit auch der interessanteste Report aus dem Auditor, die wir sehen. Wir sehen hier in meiner Organisation, gut, die ist jetzt nicht so groß, aber wir haben 8 Benutzerkonten, die über ein kompromittiertes Kennwort verfügen. Und wenn dann so eine Konten mit bei sind, wie die Kopie des Build-in-Admin-Accounts, dann ist das ein Treffer, den ich eigentlich als Angreifer nur haben möchte. Und danach ist letzten Endes der Angriff schon Geschichte, ja, weil ich an dieser Stelle das System übernommen habe. Der zweite Report, ich bin in der letzten Folie schon ganz kurz drauf eingegangen. Das sind die identischen Kennwörter. Das können Benutzer sein, ja, die im gleichen Büro sitzen, habe ich schon erwähnt. Was ich auch sehr häufig sehe, sind Administratoren, die über mehr als ein Konto verfügen, also ein klassisches privilegiertes Konto und ein Standardbenutzerkonto. Und der Einfachheit halber wird das gleiche Kennwort verwendet. Das kann man menschlich verstehen, aber es ist aus Sicherheitsgründen eine leichte Katastrophe, wenn das passiert. Ja, weil in dem Moment, in dem ich ein Kennwort habe, habe ich auch das andere Konto übernommen. Genau. Auf die weiteren Reports gehe ich jetzt hier nicht drauf ein. Wenn das für Sie mal relevant sein sollte, können wir uns das gern zusammen auch nochmal in einer speziellen Demo anschauen. Wichtig für den heutigen Tag sind im Prinzip ja diese beiden. So, nachdem wir wissen, zu welchem Grad die Kennwörter in Ihrer Organisation kompromittiert sind, wäre natürlich die Frage, wie kann man das Ganze technisch verhindern? Ja, Sie können jetzt natürlich jedes Mal, nachdem die Benutzer ihre Kennwörter geändert haben, mit dem Passwort-Auditor scannen, ja, und die Nutzer dann letzten Endes benachrichtigen, wenn sie finden, dass die Kennwörter kompromittiert sind. Es ist aber nicht ganz das, was das BSI empfiehlt, was wir auch in den Grundschutzverordnungen haben, denn dort wird eigentlich gesagt, sie müssen verhindern, dass Benutzer überhaupt in kompromittierte Kennwörter ändern können. Und das schaffen sie nur, wenn sie einen Passwortfilter auf ihren Domain-Controllern registrieren oder installieren, der ein bisschen mehr kann als der Standard Windows-Filter. Der kann eigentlich nicht mehr viel. Der kann letzten Endes genauso viel, wie er vor 20 Jahren konnte, als Windows Server 2000 rausgekommen ist. Was hatten wir gehabt? Wir haben, wie lang ist das Passwort? Wann soll es ablaufen? Soll es komplex sein? Und wie ist die Passwort-History? Und der einzige Unterschied zwischen heute und damals ist, dass die Default-Einstellung für die Passwortkomplexität heute auf Enable steht. Früher stand sie auf Disabled. Vielmehr hat sich nicht geändert. Und mit diesen Einstellungen haben Sie keine Chance, die aktuellen Empfehlungen umzusetzen. Dafür gibt es unseren Passwortfilter, das Backups Password Policy. Der wird, habe ich ja gesagt, wird auf jedem Domain-Controller, der Passwortänderungen beantworten soll, installiert. Und dieser Filter wird ebenfalls über Gruppenrichtlinien konfiguriert. Ich sage ebenfalls, weil der Standard-Windows-Filter, den konfigurieren Sie heute über die Default-Domain-Policy, ist den meisten von Ihnen Begriff.
Problem ist, Sie können innerhalb einer Domäne nur mit einer Gruppenrichtlinie der Default Domain Policy eine Passwortrichtlinie konfigurieren. Warum? Weil die Passwortlinie in einer Standard-RD-Umgebung nicht auf die Benutzer wirkt, sondern nur auf die Domain-Controller. Das ist auch der Grund, warum die Einstellungen in den Computereinstellungen zu finden sind und nicht in den Benutzereinstellungen, obwohl es eigentlich nicht logisch wäre. Fine-grained Passwort-Policies lasse ich jetzt mit Absicht raus. Da könnte man argumentieren, ja, die wirken ja auf verschiedene Benutzergruppen. Stimmt, aber das sind keine Gruppenrichtlinienobjekte, die wirken nur auf Gruppen. Und ich habe noch keine Organisation gesehen, bei der das Identity and Access Management so gut funktioniert hat, dass Gruppenzuweisungen 100% fehlerfrei funktioniert haben. Und eine Passwortrichtlinie nur aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit zuzuweisen, ist riskant. So, wir schauen uns mal eine unserer Policies an, mit der wir unseren Passwortfilter konfigurieren. Und ich werde auch hier nur die wichtigsten Punkte rausgreifen. So, schauen wir uns mal an. Genau, Password Policy. Und dann schauen wir uns mal die Möglichkeiten an, die wir hier haben, das Ganze zu konfigurieren. Ich beginne mit der Breach Password Protection. Das ist eines der Hauptmodule oder eines der wichtigsten Module innerhalb der Password Policy. Die Breach Password Protection ist mehr als nur eine Liste mit kompromittierten Kennwörtern. Das ist ein Managed Service. Weil bei uns ein spezielles Research Team damit, ja, damit zu tun hat oder dafür abgestellt ist, nicht nur sämtliche Leaks aus dem Internet zu sammeln, die Dr. Rasthofer angesprochen hat, auch noch ältere Leaks aus Referenzdatenbanken wie Have I Been Pwned, alles das, was Sie kennen, die Collections 1 bis 5, die vor ein paar Jahren mal aktiv waren, all das finden wir in unserer Breach Password Protection gesammelt als statischen Teil. Parallel dazu betreiben wir aber in Kooperation mit der Deutschen Telekom ein globales Honeypot-System, über das wir auch ähnlich wie es der Dr. Rasthofer vorhin erwähnt hat, Angriffe scannen, monitoren. Und die Passwörter, die dort verwendet werden, werden auch dieser Datenbank zugefügt, sodass wir ausgehend von der Breach Password Protection einen Schutz gegen mittlerweile 2,3 Milliarden kompromittierte Kennwörter anbieten. Die Liste ist so groß, dass wir die lokal nicht mehr abbilden können. Und aus diesem Grund gibt es zwei Module. Es gibt die Express-Liste. Das ist die kleine Datenbank, die auch der Passwort-Auditor verwendet. Die würde in unserem Fall direkt auf dem Domain-Controller liegen. Das sind 256 Dateien, jede so um die 20 Megabyte groß. Die wird über Sysvol auf jeden DC repliziert. Zusätzlich dazu haben wir noch den Zugriff auf unsere Complete-Datenbank, die allerdings nur über das Internet funktioniert. Dazu gibt es dann aber ein spezielles Gateway, was diese Abfragen durchführt. Hier wird kein Domain-Controller jemals aufs Internet zugreifen, um irgendwelche Passwörter zu validieren. Ist ganz wichtig. Der Unterschied ist halt der, wenn Sie ein Passwort ändern, dann hat der Passwortfilter aufgrund der Expressliste die Möglichkeit, das sofort zu validieren. Das heißt also, wir haben hier eine Basis von 800 Millionen kompromittierten Kennwörtern. Ist das Kennwort, das Sie verwenden wollen, Teil dieser oder der Hash des Kennwortes, das Sie setzen wollen, in dieser Datenbank enthalten, wird das Kennwort blockiert. Ist es nicht enthalten, wird das Kennwort akzeptiert, sofern alle anderen Anforderungen zutreffen, und dann wird im Hintergrund noch gegen die Online-Liste geprüft. Zum einen. Ich habe zum anderen gesagt, wenn wir wirklich mit starken Passwörtern arbeiten wollen, müssen sie lang sein, dafür aber einfach, damit man überhaupt noch die Chance hat, sich die zu merken. Und das ruft Passphrasen auf den Plan. Wir unterstützen Passphrasen, genauso wie Standardpasswörter. Das Interessante bei den Passwörtern ist tatsächlich, dass wir von der Definition her eigentlich nur noch sagen Kleinbuchstaben. Das wäre zumindest meine Empfehlung. Und wir sehen, aufgrund der Länge haben wir hier bereits eine Entropie von 94 Bit. Ja, ein Passwort, was 10 Zeichen lang ist und was mit der Standardkomplexität von Windows arbeitet, sind wir irgendwo unter 60. Hier ist im Prinzip zu schwach an der Stelle. Und wenn Sie jetzt sagen, ja super, das verstehe ich, 20 Zeichen sind total toll, das Problem ist, wie wollen Sie das Ihren Nutzern erklären? Ja, wie können Sie die motivieren, freiwillig auf Passphrasen zu gehen? Nun, längenbasiertes Passwortablaufdatum könnte eine Möglichkeit sein. Das ist ein Belohnungssystem, was Ihnen die Möglichkeit gibt, die Passwort oder das Passwortalter in Abhängigkeit der Passwortlänge zu definieren. Oder in anderen Worten, kurzes Kennwort läuft schnell ab. Ja, hier in dem Beispiel 10 Zeichen nach 40 Tagen. Oder ein langes Passwort, an der Stelle eine Passphrase, würde nach einem Jahr ablaufen. Und damit schieben Sie den Ball so ein bisschen zu den Benutzern, weil die Benutzer diejenigen sind, die sich das am Ende
ausruhen können. Und wenn Sie die weiteren Einstellungen, die wir mit der Password Policy hier noch konfiguriert dazu nehmen, können Sie es im Prinzip dem Benutzer noch verleiden, mit Codes und Passwörtern zu arbeiten, um sie dann mit ein bisschen Daumenschrauben anziehen, auf die langen Passwörter bzw. auf die langen Passphrasen zu bringen. So, wir haben jetzt relativ viele Einstellungen, die wir konfigurieren können. Die Frage ist, wie bringen wir das den Anwendern bei, dass welche Regeln einzuhalten sind. Also Stand heute, wenn Sie Ihr Passwort ändern wollen und es entspricht nicht den Anforderungen, dann kriegen Sie eine Fehlermeldung, Ihr Passwort entspricht nicht den Anforderungen Ihrer Organisation, kontaktieren Sie einen Admin. So, dann rufen Sie den an, der sagt ja Ihnen, was er falsch gemacht hat, gibt ja nur die drei Regeln und dann haben Sie einen zweiten Versuch. Hier können wir ein bisschen mehr einstellen und damit wird es ein bisschen zäh. Und um die ganze Sache hier ein bisschen zu vereinfachen, gibt es eine optionale Komponente, die auf den Clients installiert wird. Und wenn wir jetzt unser Passwort ändern, dann sehen wir, dass hier im linken Bereich die Regeln eingeblendet werden. Ja, und wenn ich gucke mal mein altes Passwort ein, kenne ich das überhaupt noch? Doch, ich glaube, ich kenne das. Und dann können wir mal versuchen, ein Passwort zu ändern. So, und dann nehme ich mal ein Passwort, was die meisten Passwortfilter akzeptieren. Wir nennen das Ganze mal Berlin 2021 Ausrufezeichen. So, wir sehen, Berlin schreibe ich auch verfälscht, also über Leadspeak. Das heißt, ich habe ein Wörterbuch hinterlegt, in dem das Wort Berlin gelistet ist, aber ich schreibe es jetzt nicht so auf, sondern ich schreibe es halt ein bisschen anders. Wir sehen auch, dass sich die Regeln, die am Anfang rot waren, jetzt aktualisiert haben. Das heißt, der Anwender weiß, welche Anforderungen er getroffen hat und welche nicht. Er weiß auch, wann das Kennwort abläuft. Das heißt, an dieser Stelle wird er schon motiviert, durch ein längeres Kennwort das Ablaufdatum zu verlängern. So, jetzt versuche ich das Kennwort nochmal einzugeben. 20, 21 Ausrufezeichen. Wir sehen, Kennwörter stimmen überein. Eigentlich sieht alles super aus. Wir schicken es los und wir kriegen eine Fehlermeldung. Passt nicht, warum nicht? Und der Filter hat erkannt, es beinhaltet das Wort Berlin. Ja, falsch geschrieben, aber trotzdem wird diese Varianz, die wir eingebaut haben, also Leadspeak, wird erkannt und entsprechend blockiert. So, an der Stelle weiß der Nutzer letzten Endes, was er falsch gemacht hat und er kann neu starten, ohne dass er sie anrufen muss. Und nimmt ihn im Prinzip ja damit auch einen Großteil der Anrufe ab, der normalerweise an dieser Stelle tätigen würde. Jetzt ist es auf der anderen Seite aber so, jetzt melde ich mich mal ab. Achso, abmelden wollte ich. Dass bei der Verwendung von langen Kennwörtern, machen wir die nochmal groß, oh, das ist jetzt kleiner, egal. Bei der Verwendung von langen Kennwörtern kann es natürlich jetzt vorkommen, dass der Anwender das Kennwort jetzt mal öfters vergisst. So. Das heißt, das Passwort muss zurückgesetzt werden. Und das ist erstens etwas, was man streng genommen auch nicht mehr durch den Helpdesk durchführen lassen sollte. Es sei denn, Sie sind in der Lage, Ihre Anwender durch die Stimme zweifelsfrei zu identifizieren. Aber eigentlich sollte der Anwender in der Lage sein, es selbst zu machen. Vor allen Dingen, wenn es Sonntagabend passiert. Und an dieser Stelle bringe ich hier noch ein zweites Produkt von Backup Software mit ins Spiel. Unsere Passwort-Reset-Lösung. Und an der Stelle sehen wir, dass wir sind an unserem Windows-Rechner angemeldet. Passwort kann ich nicht eingeben, bringt nichts. Ja, wenn ich kriege eine Fehlermeldung, inkorrekt. Und wir sehen hier den Reset-Password-Link eingeblendet. Ja, ich klicke den an. Im Hintergrund startet jetzt im Kontext des lokalen Netzwerkservice ein Secure-Browser, der sich mit dem Password-Reset-Portal verbindet. Und wir sehen jetzt hier jede Menge Faktoren, die ich verwenden kann, um meine Identität zu bestätigen. Das Problem bei einer Passwortänderung oder bei einer Passwortänderung ist ja, dass ich mich dadurch identifiziere oder dass ich dadurch beweise, dass ich der bin, der ich vorgebe zu sein, dass ich mein altes Passwort kenne. Diese Bedingung gibt es jetzt nicht, weil ich ja mein altes Passwort vergessen habe. Das heißt, ich muss jetzt eine Möglichkeit haben, meine Identität zu beweisen. So, und das kann ich durch verschiedenste Faktoren machen, mit denen ich mich im Vorfeld entweder selber registriert habe oder die der Administrator für mich registriert hat. Wir unterstützen mit unserer Lösung um die 30 verschiedene Identitätsdienste von ganz, ganz einfachen Federated Identities, wie, ich sage jetzt mal, ein Twitter-Konto, ja, könnte man theoretisch nehmen, über etwas stärkere Faktoren wie die Microsoft Authenticator und auch den Google Authenticator. SMS unterstützen wir auch, wobei wir
hier auch unterscheiden zwischen geschäftlichen und zwischen privaten Telefonnummern. Das heißt, wenn Sie Ihren Anwendern die Möglichkeit geben, sich auch mit Ihrem Privattelefon zu registrieren, um über diesen Weg einen Freischaltcode zu bekommen, dann werden diese Telefonnummern im AD verschlüsselt gespeichert, so dass nicht mal Ihre Administratoren herankommen, nicht mal der Domain-Admin. Das heißt also, im Sinne der DSGVO stellen wir sicher, dass personenbezogene Daten verschlüsselt gespeichert sind, so dass Sie eigentlich ohne Probleme auch den Anwendern ihre persönlichen oder so dass sie es den Anwendern ermöglichen können, dass sie ihre persönlichen Geräte verwenden. So in meinem Fall. Oder in unserem Fall ist es auch so, dass wir eigentlich nicht vorschreiben wollen, mit welchem Faktor man sich authentifizieren soll, sondern wir haben oder Sie als Admin haben im Vorfeld jedem Faktor ein bestimmtes Vertrauenslevel zugewiesen. Und wir sagen eigentlich in der Policy nur, und die Policy ist auch wieder eine Gruppenrichtlinie, mit wie vielen Punkten eine Authentifizierung erfolgen soll. Wir sehen hier, dass ein Punkt schon wie durch Magie automatisch gekommen ist, wodurch durch meine IP-Adresse, auch meine IP-Adresse kann ein Faktor sein, in meinem Fall ist es einer. So, und jetzt kann ich mir halt aussuchen, welchen Faktor ich nehme, um den restlichen Stern zu liefern, und ich mache es jetzt mal ganz einfach, ich nehme den YubiKey, das ist ein schöner Faktor, weil er relativ einfach zu benutzen und zu installieren ist und auch nicht viel kostet, und ihr könnt es auch auf Deutsch umstellen, und an der Stelle bin ich jetzt da, wo ich vorher war, nur über einen anderen Weg. Das heißt also, ich sehe jetzt hier auch wieder meine Regeln. Nur dieses Mal werden sie mir vom Portal angezeigt. Das Portal zieht sie sich wiederum vom Domain-Controller. Und ich kann jetzt hier das Passwort zurücksetzen und die gleichen Regeln würden gelten. Also wenn ich jetzt hier Berlin 2021 Ausrufezeichen eingeben würde, würde das auch an dieser Stelle aus exakt den gleichen Gründen zurückgewiesen werden. So, das ist der Punkt, das ist an der Stelle der Punkt, bei dem ich Ihnen erstmal das, was ich Ihnen zeigen wollte, gezeigt habe. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Falls Sie Fragen haben, wäre das jetzt aber exakt der Moment, diese Fragen zu stellen. Dann würde ich sie noch gerne beantworten. Frage an den Moderator. Haben wir Fragen? Hören Sie mich? Die Frage an die Moderatorin. Ja, genau, jetzt, Frau Bodin, ja, jetzt sind Sie. Irgendwie hatte ich ein Stocken. Vielen Dank erstmal für Ihre Präsentation. Das fand ich ja super interessant. Ja, ich habe ein paar Fragen und die würde ich gerne stellen, wenn wir die Zeit natürlich dazu haben. Die erste Frage wäre, warum brauche ich für das Passwort-Audit Domain-Admin-Rechte? Das ist eine gute Frage. Im Prinzip ist es so, wir lesen uns die Hash-Werte aus den einzelnen Benutzerkonten aus der AD aus. Das ist eine der privilegiertesten Aktionen, die man innerhalb von einer AD ausführen kann. Also Zugriff auf den Hash haben nur ganz wenige. Das haben die Admins mit den höchsten Privilegien. Und aus diesem Grund ist es nötig, dass der Passwort-Auditor mit Domain-Admin-Rechten ausgeführt wird. Wird er nicht mit Domain-Rechten ausgeführt, können die Passwort-Hashes nicht gelesen werden. Das ist relativ einfach an der Stelle. Also wichtig ist aber, ich wiederhole es nochmal, obwohl ich es vorher gesagt habe, es geht hier nur darum, die Hashes auszulesen. Wir können keine Passwörter auslesen. Und das liegt daran, dass, wenn Sie Ihr Passwort ändern, das gar nicht gespeichert wird. Also das Passwort wird niemals gespeichert, schon durch AD nicht, sondern das Passwort wird in AD über einen MD4-Algorithmus gehasht und dann als MD4-Hash abgespeichert. Und dann haben wir nur noch den Hash. Und auch den kann sich aber nicht jeder Benutzer und auch nicht ein normaler Admin auslesen. Um den auszulesen, muss man Domain-Admin sein und deshalb muss der Passwort-Auditor im Kontext des Domain-Administrators laufen. Die Informationen, die Sie auslesen, werden nicht ans Backoffs geschickt. Alles, was Sie mit dem Passwort-Auditor tun, bleibt bei Ihnen on-prem. Der einzige Grund, warum Sie eine Online-Verbindung brauchen, ist, damit Sie initial diese 800 Megabyte große Datenbank runterladen können, damit wir was haben, was wir vergleichen können. Super, ich könnte vielleicht noch eine Frage zeitlich noch stellen, und zwar, werden die Passwörter in Klartext ausgelesen? Nein. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Dadurch, dass keine Passwörter gespeichert werden, können wir keine Passwörter auslesen.
Ja, also wir haben nur die Hashes. Mehr haben wir an dieser Stelle nicht. Und am Ende ist es so, jedes Mal, wenn Sie sich anmelden oder wenn Sie sich authentifizieren und Ihr Passwort eingeben, dann wird ja nicht Ihr Passwort an das System, das gegen das Sie sich authentifizieren möchten, geschickt, sondern auch wiederum nur der Hashwert. Und das System, an dem Sie sich anmelden wollen, vergleicht dann letzten Endes nur, oder der Domain-Controller, der am Ende des Tages dann die Entscheidung trifft, sind Sie der Sie vorgeben zu sein, vergleicht nur den Hash, den er gespeichert hat, mit dem Hash, den Sie ihm schicken. Wenn es dieselben sind, weiß er, das Passwort stimmt. Ist es ein anderer Hash, weiß er, das Passwort stimmt nicht. Das Passwort selber im Kern kennt er aber nicht. Okay. Dankeschön, Herr Altmaier, für Ihre Präsentation. Zeitlich gesehen kann ich nicht alle Fragen jetzt hier annehmen, aber ich gebe weiter an Herrn Huber. Ja, ich bedanke mich auch nochmal ganz, ganz herzlich natürlich bei Ihnen, Frau Modiri, für die Möglichkeit, für diese Vorträge hier halten zu dürfen. Aber natürlich auch an die Referenten, Herr Dr. Rasthofer und Stefan Altmaier. Und natürlich an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Bleibt noch die Einladung an Sie, also wenn Sie mehr erfahren möchten, wie das funktioniert im Detail, wenn Sie vielleicht auch Anforderungen haben, die Sie gerne mal prüfen möchten, ob das mit den Mitteln von SpecOps umsetzbar wäre, dann kommen Sie auf uns zu, also gerne per E-Mail hier an oleg.huber@specopsoft.com, gehen Sie auf unsere Webseite, dort können Sie dann auch, also unter specopsoft.com/de, das ist unsere deutsche Webseite, da können Sie auch jederzeit einen Demo-Termin mit uns vereinbaren. Genau, wir würden uns freuen, einfach über Ihre Passwortsicherheit sprechen zu können und schauen, ob wir Sie da vielleicht aufs nächste Level der Sicherheit hieven können. In diesem Sinne, vielen Dank und bleiben Sie gesund. Ja, bleiben Sie alle gesund und bis demnächst vielleicht. Dankeschön. Machen Sie es gut. Danke. Tschüss.